Bei fast frühlingshaften Temperaturen habe ich mich Silvester 2021 einmal bei Köthstedt und Kloster Zella auf den Weg gemacht. Hier bei den Grotten hinter dem Sportplatz beginne ich nun meinen Weg, den Stationsweg entlang bis zur Antoniuskapelle. Idyllisch zwischen Bäumen stehen hier die einzelnen Stationen, die den Leidensweg Jesu Christi darstellen. In den meisten Dörfern des Eichsfeldes findet man diese Kreuzwege und jeder hat so seine eigene Charakteristik und seinen besonderen Stil. In der nächsten Station hat sogar der Herr Fuchs seinen Winterplatz gefunden. Nach so knapp einem Kilometer komme ich an der nächsten Wegegabelung und an der Antoniuskapelle an. Als erstes habe ich mich ein wenig außen an der Kapelle umgeschaut. Und da die Tür zur Kapelle einladend offen stand, bin ich auch hineingegangen, um mich hier ein wenig umzuschauen. Zum Gedenken an meine Eltern habe ich auch hier vor dem Altar zwei kleine Kerzen entzündet. Anschließend habe ich dann meinen kleinen Spaziergang in noch unbekannte Richtung fortgesetzt. Ich versuche dann hier so anhand der Wegweiser eine Art Rundweg zu finden, dass ich dann wieder zurück zum Ausgangspunkt am Sportplatz zu meinem Auto komme. Und von der Sonnenbank war es nicht weit bis zum Denkmal für den Dichter des Eichsfeldliedes. Hier ab diesem Wegepunkt bin ich noch eine ganze Ecke dem Weg gefolgt in Richtung Klüschenhages, habe dann aber nach einer Zeit wieder abgedreht, um doch auf einen Rundweg zu kommen. Hier an dem nächsten Hinweisschild habe ich dann doch wieder abgedreht, um irgendwie auf den Rundweg zurück nach Köthstedt zu kommen. Hier bin ich nun auch auf dem Weg, der mich sicherlich so in Richtung der Luthermühle führen würde. Hier bei dieser Sitzgelegenheit biege ich dann aber links auf einen Wiesenweg ab und komme dann wieder so hinauf nach Köthstedt. Nach einigen hundert Metern bin ich dann auch oben wieder angekommen und biege dann links ab und komme dann auch wieder bei den Grotten und dem Sportplatz in Köthstedt an. Nun habe ich einen Sprung gemacht, bin hier auf der Landstraße zwischen Köthstedt und Struth und schaue auf die Windkraftanlagen und auf den Eichsfelder Dom, also die Kirche von Effelder. Kurz darauf habe ich nochmal an dem Windpark bei Struth angehalten, mir ein paar Windräder angeschaut und dann ging die Fahrt weiter hinunter nach Kloster Zella. In Kloster Zella befindet sich ein Altenpflegezentrum und zu Corona-Zeiten habe ich natürlich keine Chance auf das Gelände zu kommen, also werde ich einen kleinen Spaziergang drumherum machen. Der Weg hinauf zum Kloster ist ja recht romantisch durch diese etwas verwachsenen Bäume, die hier am Rand stehen. Und ich schaue dann auch auf den Eingang von Kloster Zella, komme aber für heute eben nicht hinein. Auf dem Wegweiser habe ich erst einmal geschaut, in welche Richtung man gehen könnte. Und so fange ich erst einmal an und gehe neben der Klostermauer ein Stück in Richtung des Friedhofes von Kloster Zella. Von dieser Stelle konnte man einmal einen Blick über die Klostermauer auf die Dächer des Geländes werfen und dann ging mein Weg weiter bis hinten zum Friedhof.
Am Friedhof bin ich dann vorbeigegangen, noch einmal ein Stück links und wäre dann sicherlich rein theoretisch wieder auf dem Klostergelände angekommen. Hier kurz vor dem Klostergelände unter einer Fichte warteten dann versteckt zwei kleine Engel auf mich. Nun geht es auch gleich zurück. Ich bin dann schon wieder am Kloster vorbei und komme erst einmal an der Quelle der Frida an. Hier entspringt also die Frida. Sie fließt dann unter anderem durch den Ort Lengefeld unterm Stein und mündet dann nach 18,4 Kilometern in die Werra. Nach kurzer Zeit bin ich an diesem Tag den Weg weitergegangen, so in Richtung etwa des nächsten Ortes Strut. Unweit des Klosters, also noch kurz vor dem Wald, kam ich dann auf einem Rast- und Spielplatz an, habe mich hier ein wenig umgeschaut, einmal geschaukelt und dann ging es weiter, noch ein Stück in Richtung Strut. In einem relativ tiefen Talabschnitt bin ich noch einige hundert Meter gegangen, habe mich hier auch noch ein wenig umgeschaut und dann habe ich mich wieder auf den Rückweg zum Parkplatz gemacht. Nun bin ich auch schon wieder an dem Rastplatz angekommen, überquere diese Brücke und gehe dann rechts hinüber zum Parkplatz wieder. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg gegenüber der Frida-Quelle, gehe dann noch an einem Deich vorbei und bin dann auch bald wieder am Parkplatz. Hier auf dem Deich sah ich zwei schwarze Schwäne, merkte dann aber doch recht schnell, dass es nur Attrappen sind. Nun bin ich wieder vorne am Parkplatz und ich fahre dann über Erzhausen-Wachstedt wieder zurück nach Hause.